Hallo ihr Lieben, ich bin's Jonas. Und ich habe heute die große Freude, euch heute die neuen Sachen oder die neuen Ereignisse am Stadion zu zeigen. Kommt mal mit. Hier geht's gleich zu unserer Kabine, unser neuer Trakt. Den zeige ich euch später. Und hier ein bisschen Vorsicht. Wie man sieht, hier steht noch ein bisschen was rum, wird noch ein bisschen gebaut. Und hier gehen wir mal runter, wenn es zum Spiel geht. Und wenn man so will, das ist unser neuer Stolz. Unser neuer Platz. Der Kunstrasen ist nur bis hier. Für die Trainer quasi und fürs Aufwärmen. Und wir spielen auf schönem Naturrasen. Auch wenn er aussieht wie Kunstrasen, weil er so gut ist, ja, er ist echter. Ja. Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten noch nicht. Die Jungs sind noch dran. Aber bis zum ersten Heimspiel sind sie fertig. So, und hier sind wir dann in unserem neu gestalteten Reich. Letztes Jahr waren wir noch da drüben, oder? Und ab heute oder ab diesem Jahr ist dann alles neu. Das sind Bilder vom letzten Jahr, von ein paar schönen Momenten. Und hier geht's dann weiter. Toiletten. Und hier Massageraum, für viele eigentlich auch ein Aufenthaltsraum. Hier wird viel gesprochen. Manchmal ist der voller als unsere Kabine. Ganz interessant. Wenn du lachst, bist du da. Okay. Wie man sieht, es ist schon wieder voll. Das ist unser Torwarttrainer. Und die beiden sind hauptverantwortlich, dass es uns ganz gut geht. Mit Massagen und sowas verwöhnen sie uns ein bisschen. Und interessant, dass immer dieselben Leute auf der Liege liegen. Das ist... Und hier geht's weiter. Das ist unser Fitnessraum. Ob die Jungs da sind, wenn die Kamera nicht da ist, das wage ich zu bezweifeln. Heute sind sie mal da. Und last but not least, unsere Kabine, unser Heiligtum. Jeder hat genug Platz, jeder hat seinen eigenen Schrank. Ist auch neu, alles in schwarz-weiß gehalten. Taktiktafel. Hier ist unser Whiteboard mit allen neuen Informationen, Trainingsplan, Medizindings. Und überall arbeiten wir. Weiter geht's nach oben. Willkommen in der größten Baustelle des Stadions. Das dient uns auch als Frühstücks- und als Mittagsraum im Moment. Trotz der Umbauarbeiten, wie man sieht, ist alles noch ausgelegt, es wird alles frisch gestrichen. Wie man sieht, da müssen noch viele Arbeiten müssen noch gemacht werden. Ist noch nicht wirklich fertig. Aber bis zum ersten Heimspiel wird es auf jeden Fall fertig sein. Die Möbel stehen da hinten schon, ein großer Teil. Und dann müssen wir also bloß warten, bis Farbe getrocknet ist, bis kleine Reparaturarbeiten gemacht sind. Und dann können auch die Möbel hingestellt werden. So, das waren die News und die Neuigkeiten vom Stadion. Und damit ihr wisst, wem ihr nächstes Jahr zujubeln dürft, hier sind die neuen Spieler bei der Hüttengaudi. We'll be right back.
motivated people from everybody. It's not normal to make the presentation of the team in such circumstances, huh? I never did this before, so no, it's the first time. Nine points? No, not like this, it was different. Oh, hier haben wir den Manel als Vorbildschirm bei uns. Ja, der ist frisch gebackener asiatischer Champions League-Sieger. Also schon etwas größerer auf dem Fußballplaneten. Und ja, Manel, how are you? Good, very good. Nice, yeah? It's nice. It's not usual that you make the presentation of a team in No, it's not usual. It's the first time in my life. Yeah. How do you feel? Tired. Tired, yeah? Not tired, no, really good. City's nice. The club is perfect, they look after us really good. Team is good, looking good. All good, all perfect. Perfect. How is it to get here? Is it easy to find in? Easy to? Is it easy to get in the group or? Oh yeah, the group is perfect. The team is, yeah. Everyone is so friendly. Young players, well, we need to help them, but yeah, it's all easy. All really good, really, really good. Perfect. What do you expect for the season? Well, you can say, I don't know, we play the best, no? We're gonna work hard, we're gonna try to be on top, but you never know. But work and work and work and work, that's it. And the end success. Yeah, okay. Perfect. Au revoir. Au revoir.